Dienstagabend feierte der FC Schalke nach einem 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück den herbeigesehnten Klassenerhalt. Nachholspiel im Millantor-Stadion, weil die Heimstätte des VfL wegen Baumängeln am vergangenen Spieltag gesperrt wurde. Und spielt S04 vor heimischer Kulisse und trifft auf abstiegsbedrohte Rostocker. Und für einen Schalker Spieler wird es ein ganz emotionaler Tag, nämlich für Simon Terodde. Mit 36 Jahren und nach 16 Jahren Profifußball macht er nach dieser Saison Schluss und beendet seine Karriere. Es sei der richtige Moment, um den Platz freizumachen, sagte der Zweitliga-Rekordtorschütze zu seiner Entscheidung. Und ich bin mir sicher, Jürgen Bergener, er wird heute ordentlich gefeiert. Zu Hause sitzen morgen auf dieser scheiß Couch und muss gucken, dass vielleicht wen Wiesbaden keinen Punkt holt. Hockst auf der Couch wie ein kleiner Drecksköter und musst wieder auf die anderen hoffen. Da bin ich unglaublich stolz darauf, dass ich für so einen Verein spielen durfte, dass ich jetzt mit 36 hier noch stehe als Kapitän und Stammspieler und so die Karriere zu beenden, ja, ist natürlich ein Traum. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, und für Hansa Rostock wiederum war es die 5. Niederlage in Folge. Das ist eingestellter Vereinsnegativrekord und somit steht die Mannschaft kurz vor dem Abstieg.